Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online. Das ist ja wieder sehr toll gelaufen hier. Hier sind wir eine Menge von diesen Viechern gespawnt, währenddessen ich die Abmoderation gemacht habe von der letzten Folge. Schön, aber dafür haben wir jetzt eine weitere Fledermaus. Aber ich kann es auch machen. Und jetzt geht es langsam voran. Jetzt haben wir nämlich nur noch zwei. Mit dem Bogen läuft es ja deutlich einfacher. Okay, okay. Nee. Den lege ich mich ganz bestimmt nicht an. Haben wir nicht irgendwo Fledermäuse oder? Na, jetzt lass. Das war eine sehr dumme Idee. Danke sehr. Die Spinne will nicht down gehen. Danke. Thanks. Du musst sterben. Sorry. Okay. Noch einen von diesen verschissenen Fledermäusen. Und da gehe ich garantiert nicht hoch. Komme ich eh nicht rein. Warum gibt es denn hier nirgendwo mal schöne Truhen, die das Ganze hier belohnen? Fledermäuse, Fledermäuse. Gibt's hier irgendwas? Nee. Hä? Geister möchte ich eigentlich nicht antreten. Ich glaube, hier gibt's nur noch Geister. Ich bin schon längst raus aus dem Gebiet, wo es die Fledermäuse gibt. Na ja, super. Ich glaube, da kann ich nur das zweite suchen. Okay, gleich bin ich tot. Ah! Okay. Allein bin ich ein bisschen aufgeschmissen gegen all die. Ja, hinter mir ist es auch noch so eine Scheiße. Oh Mann. Noch eine, verdammt. Irgendwo hin, wo es nicht so viele gibt, also maximal eine Fledermaus.
Vielleicht laufe ich den einfach mal hinterher. Ja, ich kann es auch wieder nicht benutzen. Bei der kann ich es machen. Ja! Sprech mir den Seelenschall des Asses. Okay, da okay. Und da ist der Seelenschall des Asses. Ihr! Der Knappe sagte mir, ihr wollt den Fleischtribut entrichten. Ist das wahr? Ist das wahr? Ja, ich habe den Wegzoll des Fleisches entrichtet. Der Hof ist satt und glücklich. Die Fledermäuse sind tot und wir haben gefressen. Augen, Flügel, Haut und Ohren. Solch zarte Happen. Wir sind zufrieden mit eurem Tribut, Ungefiederter. Der Herzog wünscht, mit euch zu sprechen. Okay, wohl denn. Der Ungefiederte hat den Tribut bezahlt. Verkündet dies im ganzen Wald. Der Herzog der Krähen. Der Ungefiederte kommt! Kommt! Ja. Der Seelenschal meinte, ich sollte mit euch reden, eure Hoheit. Wahrlich! Eure Anstrengungen werden belohnt werden, mein ungefiederter Untertan! Ihr seid der Erste, der die Bedingungen unseres Wegezolls erfüllt. Ich verleihe euch hiermit die Bürgerschaft in diesen Wäldern und stelle euch zu dem Vasallen zu eurer Unterstützung bereit. Willkommen in Krähenwald, Jungvogel. Ja, danke. Damit schließe ich Quest ab. Kümmert euch um eure neuen Vasallen, Grünschnabel. Ich habe Fragen zu eurem Hof, eure Hoheit. Fragen? Wir verlangen einen Wegezoll. Und dennoch wollt ihr mit uns reden, anstatt uns zu picken? Wie wundersam. Sprecht! Was genau seid ihr? Was? Was? Wir sind Krähen. Halten Krähen denn keinen Hof, wo ihr herkommt? Finden sie sich nicht zusammen, um Intrigen zu spinnen, Ränke zu schmieden und Politik zu betreiben? Schaut genauer und sorgfältiger hin. Gebt nächstes Mal genau Acht. Woher kommt ihr? Die Krähenmutter brütete uns aus und lehrte uns das Sprechen. Sie ernannte mich zum Herzog, weil ich der Schlaueste, Größte und Lauteste hier bin. Doch dann hat sie uns vergessen. Ich glaube, sie hatte das Krächzen und die Habgier satt. Haben, haben, haben! Wir wollen immer nur haben! Vermisst ihr eure Mutter? Eine Krähe muss ihr Nest verlassen, um das Fliegen zu lernen. Die Krähenmutter schenkte uns die Herrschaft über den Wald und unser Krieg gegen die Fledermäuse und die Wölfe hält uns beschäftigt. Doch genug geredet, Jungvogel. Ihr dürft den Wald erkunden. Geht! Ja, lebt wohl. Okay, dieses Horn verbessert also Schleichfähigkeiten. Deswegen gucke ich mir das gleich mal an. Pfeife. Sieht immer aus wie ein Horn, deswegen denke ich, es ist eine Pfeife. Verbessert eure Schleichradius 30 Sekunden lang um 1 Meter. Verwendet diese Pfeife nahe einer Leiche, um den Schwarzfederhof zu einem Festmahl zu rufen. Okay. Das ist ja sehr beruhigend. Okay, ich hätte aber das Haus eigentlich durchsuchen sollen, deswegen muss ich jetzt nochmal zu dem Haus gehen. Eigentlich. Das hätte ich vielleicht gleich machen sollen. In der letzten Folge. Vielleicht komme ich ja hier durch, ohne dass sie mich angreifen. Das wäre eigentlich schon ganz günstig. Okay, ich hau ab. Folgen mich immer noch? Ja. Hallo! Seid ihr ein Verwichser? Okay, ich bin eh gleich tot.
Alter, ich verreche ständig. Hallo. Peace out. Mann, warum sind die alle schon... Ich hab's mal gewusst, dass die ab... Dass erst ab Stufe 7 Sinn macht, hier reinzugehen. Dann hätte ich das auch erst ab Stufe 7 gemacht. Pass auf, versenkte Notizen. Diese dumme Hexe hat mir alles gegeben. Sie war so scharf auf Gesellschaft. Sie so gierig nach einem Freund, der keinen dieser nervigen Vögel in diesem erbärmlichen Winkel des Reiches des Vergessens ist. Sie brachte mir all die schwarze Magie bei, die ich lernen wollte. Der Magister des Schwarzfederrufs hat mir Bindungszauber beigebracht, dätrische Magie, alles. Alles auf ihrem Befehl hin. Ihr Preis war so lächerlich. Ich war mein ganzes Leben noch nicht so zufrieden, wie in dem Augenblick, in dem ich sie in diesem verfluchten Turm eingesperrt habe. Keine Abmachung wird mich je zurück an ihrer Seite bringen. Ich nehme alles mit, ich werde dieses Haus hier mit niederbrennen und die Hexe soll in ihrem Turm verrotten. Ja, toll. Okay, jetzt können wir mit dem Herrn sprechen, der schon hergekommen ist. Unheimlich. Seht euch diesen Ort an. Er wurde absichtlich in Brand gesteckt. Ihr solltet vielleicht einen Blick auf diese Notiz werfen. Interessant. Warum war mein Vater hier? Und wer ist diese Hexe, von der er sprach? Sagt mir, was ihr jetzt vorhabt. Ich habe das Portal stabilisiert, aber das wird nicht von Dauer sein. Ich muss mich weiter darum kümmern. Würdet ihr zu diesem Hof gehen, den mein Vater erwähnte? Vielleicht kennt dort jemand sein Schicksal. Ich werde den Schwarzfederhof finden. Da seid ihr ja. Was habt ihr herausgefunden? Wo ist der? Aha, da. Da war ich also schon längst. Aua. Ich werde hier von Irrlichtern angegriffen und bin tot. Und laufe noch, so buggy umher. Der typisch, wenn man mir nicht hilft. Ich komme zur Hilfe, aber mir wird nicht geholfen. Das ist so typisch. Unter Stufe 7. Ich bin bei Stufe 5, dann steige ich ja endlich meine Stufe auf. Fast. Bald. Vielleicht, wenn ich diese Spinne da töte. Gibt es vielleicht was? Nee. Ja, toll. Okay, die ist tot. Ah, und ein Heilungsstab der Flammen. Okay. Ich renne jetzt einfach hinterher. Ist ja nur gut für mich, wenn ich eine größere Gruppe hinterher renne. Yeah. Wieso hat es mich jetzt getroffen? Was waren das für Armschienen? Egal, gucke ich mir später an. Jetzt ist mir das eigentlich zu gefährlich.
Ich helfe dir mal ein bisschen. Oh je. Lass mich in Ruhe. Mir wird wieder nicht geholfen. Ich helfe anderen Leuten, aber ich bin denen scheißegal. So typisch ist das. Jeder ist sich selber der Nächste. Das ist hier nun klar. Okay, hier dürfte das sein. Okay, dann gucken wir mal. Der Hofmagister. Dem reden wir jetzt mal. Wollt ihr etwas, Ungefiederter? Ich, kennt ihr Ulantaril? Ah ja, der Dunkelelf. Er war ein eifriger Schüler, wenn auch etwas ungehobelt. Er hatte gewisses Talent, aber irgendwas stimmte nicht mit ihm. Mein Verdacht wurde bestätigt, als er die Krähenmutter im Turm einsperrte. Natürlich hat sie am Ende ihren Willen bekommen. Ich verstehe nicht. Wie hat sie ihren Willen bekommen? Die Krähenmutter ist einsam. Sie bekommt nur wenig Besuch und wir, ihre Kinder, sind nicht die beste Gesellschaft. Kaum zu glauben, aber wahr. Wir einigten uns darauf, dass Ulantaril an ihrer Seite zurückkehren würde, wenn wir ihn die Geheimnisse der Magie lehren. Und nun ist er wieder hier? Ja, die Macht ihres Pakts hat ihn zurück zu ihr geführt. Und nun ist er im Turm eingesperrt. Und das ist auch wirklich gut so. Ihr wollt mit ihnen reden? Ulantaril hat seinen Schlüssel zum Turm in einer Ruine in der Nähe gelassen. Er ist in einer verfluchten Kiste mit einem feurigen Wächter. Ja, den habe ich schon gesehen. Ich werde den Schlüssel finden. Vielen Dank, Magister. Oh mein Gott. Freue ich mich aber. Da drin nämlich. Eigentlich ist da noch jemand. Ich habe zwar kaum dazu beigetragen, aber... schnell, 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 schnell. Raus hier. Hey, hey. Nein. Warum bin ich so langsam? Alter, warum war ich so langsam? Alter, was für ein Wichser. Peace. Ja, und ich würde sagen, wie es weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch viel zu schwach für dieses ganze... Dingsbums und ich sehe schon, hier geht's wieder mächtig weiter mit dem Kampf. Ach du Scheiße. Und ja, wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.